Hallo, ich bin Martina. Und in diesem Video lernst du die Merkmale des geschlossenen und des offenen Dramas kennen. In dem Übersichtsvideo zu den Dramenformen habe ich bereits erklärt, welche wesentlichen Unterschiede es zwischen der Tragödie und der Komödie gibt und außerdem, was ein Schauspiel und eine Tragikomödie sind. In diesem Video hier geht es nun um das geschlossene und das offene Drama und vor allem darum, was sie unterscheidet. Da es also wieder um das Drama geht, solltest du auf jeden Fall wissen, was man unter dem Begriff Drama versteht und was seine wichtigsten Merkmale sind. Ich wünsche dir mit dem Video viel Spaß. Was bedeutet denn eigentlich geschlossenes und offenes Drama? Nun, da es leichter ist, sich an festen Regeln zu orientieren als an den Abweichungen, erkläre ich zuerst mal, was das geschlossene Drama ist. Du erinnerst dich bestimmt an die sogenannten drei Einheiten, also die Einheit der Zeit, des Ortes und der Handlung. Die Einheit der Zeit bedeutet, dass sich die Handlung während eines Sonnenumlaufs abspielen sollte. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com